Hallo und willkommen zurück zum Microsoft Flight Simulator 2020. Heute machen wir wieder einen Rundflug und zwar fliegen wir diesmal ein bisschen über Venedig, schauen uns mal an, wie das alles aussieht hier an diesem wunderbaren Frühsommerabend. Ja, auf jeden Fall kann ich schon sagen, dass die Stadt mit Fotogrammetrie abgedeckt ist. Das heißt, es wird praktisch alles genauso aussehen wie in echt, natürlich nicht immer mit der absolut perfekten Auflösung oder nicht ganz frei von Texturverzerrungen, aber nichtsdestotrotz mit einer gewissen Flughöhe müsste das eigentlich ziemlich, ziemlich gut aussehen. Flugzeug der Wahl ist heute die Icon A5 und dann können wir auch direkt schon reingehen und einfach einmal hier kurz die Startprozedur durchführen. Ist in dem Fall ziemlich einfach, einmal Treibstoff an. Einmal die Elektronik an. Da hört man es vielleicht schon. Einmal den Anlasser. Und dann ist eigentlich auch schon alles da, was wir brauchen. Wir können natürlich noch mal gucken hier. Machen schon mal die Strobe an, die Navlights. Taxi und Landing Lights für den Start. Klappen machen wir auf 15 Grad. Und das genügt eigentlich schon. In dem Fall brauche ich nicht mal unbedingt die separate Karte verwenden, da wir hier das Navigationsdisplay haben. Ich habe hier so eine ganz kleine Kurve mir zurecht gebastelt, hier von diesem kleinen, ja, Inselflughafen, wenn du so möchtest, rüber auf den internationalen. Aber das ist mehr so eine grobe Richtlinie zur Orientierung. Vielleicht fliegen wir auch ein Stück hier drüben erstmal noch hin. Mal gucken, was sich so beim Umsehen oben in der Luft entsprechend ergibt. Okay, um erstmal in die Luft zu kommen, brauchen wir natürlich erstmal unsere Startbahn. Da ist hier jetzt nicht so super viel zu sehen. Okay. Also nicht untypisch für diese Graspisten. Aber wenn ich hier einmal so rumschwenke, dann wird sich das wohl alles hier abspielen, so wie es aussieht. So, genau, haben wir sowieso wieder den Taximarker. Hat keiner bestellt, ist trotzdem da. Können wir natürlich gerne als Guideline dann auch so nehmen. Und hier drüben sehen wir es schon. Die Fotogrammetriegebäude sind halt nicht immer so super sauber gezeichnet, aber dafür sehen sie eben genauso aus wie die echten, die da stehen oder standen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist schon ziemlich cool. Und schon sind wir an der Landebahn angekommen, beziehungsweise Startbahn. Und auf geht's. Typisch Propellerflugzeug hat sie natürlich jetzt hier wieder den Drang, sich seitlich wegdrehen zu wollen. Das müssen wir ein bisschen korrigieren. Spannend, was hier manchmal passiert beim Start mit den Propellerflugzeugen. Okay. Wir sind in der Luft. Bisschen Schub raus. Fahrwerk rein. Ja, dann bleiben wir doch gleich erstmal in dieser etwas östlicheren Flugrichtung hier. So, Klappen rein. Die großen Schalter hier sind natürlich absolut bedienerfreundlich, was das Tracker ja angeht. Gut zu treffen mit der Maus. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Geschwindigkeit abbauen. Hier drüben ist dann wieder automatisch generierte Szenerie, also automatisch generierte Gebäude. Das heißt also, wir haben hier schon die Grenzen des entsprechend gescannten Bereiches. Ist auch für mich die erste Erkundigung hier. Ich habe den Flug quasi jetzt einfach mal spontan gestartet und natürlich, wenn ich das mache, kann ich genauso gut auch eine Aufnahme draus machen. Ist aber nicht so, dass ich die Gegend jetzt vorher erkundet hätte, sondern das machen wir jetzt quasi gemeinsam mit unserer imaginären Urlaubsreise hier rüber. Oder unserem Tagesausflug, wenn du so möchtest. Gut, wenn hier schon Autogen ist, dann fliegen wir tatsächlich auch eher hier erstmal westwärts. Das Schöne an der Icon A5 ist, dass sie sehr große Fenster hat. Da sieht man natürlich echt gut in jede Richtung. Das kann eigentlich kaum eins der mitgelieferten Flugzeuge sonst irgendwie toppen oder auch nur mithalten. Zumindest von denen, die ich bisher ausprobiert habe. Generell, wenn wir uns hier umschauen,
Der ganze Innenraum ist doch sehr PKW-like. Es ist halt auch wirklich ein kleines Sportflugzeug einfach noch. Ne? Es ist keine Reisemaschine oder keine Transportmaschine. Ist auch nur Platz für zwei. Da hinten kriegst du vielleicht mit Mühe und Not was Gepäck abgelegt, aber auch nicht wirklich so gesichert, wie man es dann müsste. Aber für solche kleinen Trips hier einfach ein paar Schleifen drehen, ist sie echt genau richtig. So, und hier sind wir jetzt definitiv im Fotogrammetriebereich. Das heißt, hier könnte man sich jetzt reales Drohnen-Videomaterial besorgen, könnte das vergleichen und könnte das im Prinzip mehr oder weniger eins zu eins übereinander legen. Das sieht mir nach Kirche aus. Mal gucken, ob sich das nochmal ändert, wenn wir näher ranfliegen und die letzte Detailstufe geladen wird. Ja, hat jetzt trotzdem so einen leicht industriellen Anhauch durch den quadratischen Querschnitt des Turms. Das hier gibt es dann gleich zweimal. Okay. Alles sehr verwinkelt auf jeden Fall teilweise. Da erkennt man, dass es halt auch wirklich viele historische Bauten sind. Natürlich naturgemäß in Venedig sehen wir auch hier die Kanäle mit entsprechend jeder Menge Booten. Ja, dann jetzt ein paar von den ganz großen Kreuzfahrtschiffen. Mal gucken, ob wir es schaffen, hier einen Namen zu lesen. Silhouette. Okay, hier gelingt es mir nicht. Ich glaube, da versuchen wir direkt nochmal eine zweite Schleife. Auf jeden Fall gut an das Verkehrsnetz angebunden. Gucken hier, dass ich nicht zu viel Geschwindigkeit abbaue. Eben hat sie mich schon angepiepst. Also bei dem Schiff wird es mir nicht gelingen, vielleicht da drüben. Ja, die hatten wir eben schon. Passt der Winkel ein bisschen besser, aber hier ist auch, guck mal, was da alles los ist auf Deck. Das stelle ich mir schön vor, du baust hier dein, stellst hier dein Auto ab. Bei bester Sonne. Begibst dich hier aufs Schiff. Raus aufs Wasser. Die Luft ist ja auch immer ganz besonders draußen, wenn man aufs Meer rausfährt, egal ob das jetzt Ostsee ist oder irgendwo anders. Das merkst du einfach. Das ist ganz was anderes, als wenn du irgendwo auf einem See unterwegs bist. Das hier würde ich mal als Bahnhof einstufen. Da haben wir auch wieder eins von diesen Kuppelgebäuden. Generell, na, wenn man sieht, der Straßenverlauf oder der Kanalverlauf ist halt wirklich sehr organisch, nicht irgendwie nach Raster durchstrukturiert, sondern es ist eben so,
wie es sich eben entwickelt hat im Laufe der Zeit. Sehr dicht bebaut auch alles. Bäumen hier hat der Scan jetzt nicht ganz so gut getan, aber das liegt natürlich einfach in der Natur der Sache. Auch gut zu erkennen, die üblichen Brücken, diese doch etwas gerundeteren, wo man dann einfach entsprechend im Zweifel drunter durchfährt. Okay, als nächstes folgen wir einmal der Brücke hier über das Wasser. Auf jeden Fall doch einiges an Verkehrsaufkommen. Das ist auch nicht schlecht, da so eine kleine Insel voller Bäume. Kann ich die haben? Stelle ich mir eine Hütte in die Mitte und das Thema ist durch. Ich fürchte, dazu wird es nicht kommen. Ein Blick auf die Karte verrät, wir befinden uns langsam aber sicher im Zielanflug. Da ist auch schon die Landebahn. Ist natürlich jetzt grob freihändig, aber das ist von hier aus ganz leicht korrigiert. So, dann Flaps, Gildern. Kriegen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen extra Auftrieb durch die Flaps, aber die A5 ist halt auch wirklich mega genügsam, spielt gut mit. Wir machen Flaps voll, ich denke, das passt. Da hören wir den Marker. Und die Peppies, zwei rot, zwei weiß. Hätten wir sogar die Auswahl nach zwei unterschiedlichen Landebahnoberflächen gehabt. Optisch würde ich sagen, die hier ist dann wohl ganz eindeutig neuer.
Und natürlich, die ist für große Verkehrsflugzeuge gemacht. Wir haben hier unendlich viel Platz, dieses kleine Sportflugzeug abzusetzen. Tun das entsprechend butterweich. Weil die neigt irgendwie immer so zu kippen hier im Simulator. Okay. Auch so eine Sache, wo ich nochmal reingucken muss, ob das irgendwie mit der Flugdynamik-Simulation zu tun hat oder ob ich da selber irgendwie noch einen Fehler drin habe. Anyway, wir haben sie runterbekommen. Wie immer ist mit der A5 eigentlich selten ein großes Problem. Klappen alles wieder rein. Und dann suchen wir uns einen Parkplatz. Sehr schön. Hier stehen wir doch ganz hervorragend. Dann können wir abschalten. Das ist hier überhaupt keine große Schwierigkeit. Einfach die letzten paar Lichter ausklappen, habe ich schon wieder drin. Sind Schlüssel aus. Elektronik aus, Simulatormenü wegdrücken und natürlich Treibstoffzufuhr. Da fliegt gerade jemand anders ab. Das ist ein echter Simulatorpilot. Jetzt musste ich wieder überlegen, ich wollte natürlich nicht Spieler sagen. Guten Flug. Dann soll es das an dieser Stelle für heute auch wieder gewesen sein. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen oder ein Abo oder natürlich über einen Kommentar mit Anregungen, Wünschen und sonstigen Bemerkungen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.